Guten Morgen. Wir kommen alle hier im Wunderwerk und auch im Livestream. Eines Gunnar hier. Nein, nicht umgedreht. Entschuldigung, wir haben eine kleine Vorbereitung. Ich glaube, manche haben so das Gefühl, ich komme immer mit dem Gepäck auf die Bühne. Dieses Mal geht es nicht um Gemeindefreizeit. Das ist so ein kleiner interner Witz. Wer mich nicht kennt, würde ich mich kurz gerne vorstellen. Mein Name ist Dorothee, ich bin mit Roy verheiratet und wir haben zwei große Söhne. Und wir sind schon seit mehreren Jahren Mitglied im Wunderwerk. Ja, es ist Hot Summer. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das in den letzten Wochen gemerkt habt. Und ich bin extrem dankbar, dass es heute mal ein kühler Morgen des Hot Summers ist. Aber nichtsdestotrotz will ich euch gerne heute Morgen zu einer Reise mit Gott in unser Inneres geleiten, mitnehmen. Wenn ich zum Gottesdienst gehe, muss ich sagen, da überlege ich mir schon, was ich anziehe. Möchte irgendwie was Nettes, möchte irgendwie ja, schön ausschauen, schön in dem, dass ich das Bedürfnis habe, durch das, was ich trage, auch einen gewissen Respekt zu zeigen. Das tue ich auch, wenn ich ins Konzert gehe oder ins Theater. Ich weiß, es ist heute nicht unbedingt mehr Trend, man kann ja anziehen, was man will. Hauptsache man hat was an. Aber für mich ist es so ein inneres Bedürfnis. Ich meine, zu einer Hochzeit geht man ja eigentlich auch schön, oder? Und ich möchte einfach Gott die Ehre geben. Heute habe ich blaues Kleidl. Ganz ehrlich, ich habe vor kurzem ein paar Komplimente gekriegt und habe gesagt, no, das war ja ganz nett, weil ihr müsst mich ja anschauen. Und die ganze Zeit. Aber ganz ehrlich, schaut das überall bei mir so aus? So, wenn man mal genau hinschaut, und ich bin ja nicht nur außen, es gibt ja die ganze Persönlichkeit. Als letzte Woche der Roy zum Aufruf gebeten hat, dass wenn da irgendwas ist in uns, was vielleicht zwischen uns und dem Herrn steht und für das wir Buße tun müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht aufgestanden. Ich habe mir nicht traut, was an die anderen denken. Na? Hat sich Gott das so gedacht? Glaubt ihr das? Dass er wirklich nur diese Hülle haben möchte? Nein. Wenn wir mit ihm in Beziehung gehen, dann möchte er, dass wir zu einem reifen Menschen werden. Ich hätte gern Slide 1. So sollen wir zur Einheit im Glauben gelangen, in der wir gemeinsam den Sohn Gottes erkennen, so werden wir zum vollständig erwachsenen Menschen und gelangen zur Reife, wie sie in Jesus Christus zu finden ist. Ja, wie können oder wie sollen wir das verstehen? Wo liegt Wachstum in uns? Liegt es darin, dass wir in die Gemeinde gehen oder einen Dienst tun? Drückt sich Wachstum dadurch eigentlich aus, indem wir keine biblischen Normen verstoßen? Also wie Roy letzte Woche auch gesagt hat, naja, also eigentlich, ich meine, ich bringe niemanden um und ich ehre den Herrn und ich habe keine Götter daneben. Oder was ist das? Ist das genug? Oder ist es das regelmäßige Gebete? Oder das Bibelstudium. Wir haben unsere Bible-App, wir lesen jeden Tag, oder ich weiß nicht, wer das hat, viele haben das, lesen den Tag, den Vers des Tages, haben vielleicht einen Bibellesenplan in einem Jahr. Oder versuchen wir, Anerkennung von Gott zu bekommen, indem wir sehr viel tun für ihn. Je mehr ich für Gott tue, desto größer ist die Anerkennung. Also, mit der Gemeindefreizeit habe ich ziemlich viele Smiley Points bei Gott gekriegt, oder? Diese Dinge, die wir tun, die sind sehr wichtig für unser christliches Leben. Aber was uns reif macht, das ist nicht das nur, was wir wissen und was wir tun, sondern das ist unsere Persönlichkeit, unsere innere Welt. Unser Herz, unsere Seele, unsere Gefühle, unser Denken, das ist das, was Gott sehen möchte.
Im hebräischen Menschenbild gibt es keinen Unterschied, keine Trennung von dem inneren und äußeren Menschen. Und die Seele und der Körper, das ist wie eine Münze. Die ist zwar auf jeder Seite anders, aber sie ist ein Stück. Und nach dem jüdischen Menschenbild ist es nicht möglich, ein äußerlich reifer Mensch zu sein und ein emotional unreifer Mensch zu sein. Unsere Persönlichkeit bildet sich aus Körper, Geist und Seele. Und nichts davon ist weniger wichtig, weil Gott hat alles das geschaffen. Was für mich mal ganz spannend ist, ist zu sehen, wie Juden das Herz verstehen, wenn sie das Wort Herz sagen. Und wir gehen mal davon aus, dass die Bibel größtenteils von Juden geschrieben worden ist, wissend auf jeden Fall Lukas nicht. Aber ist das so geschrieben, dass wenn ein Jude oder wenn im Jüdischen das Wort Herz benutzt wird, dann ist das nicht nur, wie wir es benutzen, aus unserem hellenistischen Denken, das Gefühl, sondern ein viel größer und greifenderer Bereich. Es spricht von den Gefühlen, den Verlangen und Begehren, der Vernunft, den rationalen und intellektuellen Fähigkeiten und unserem Willen. Und wenn ich jetzt weiter auch von dem Wort Herz spreche, dann meine ich diese Eigenschaften. Ich habe vom reifen Glauben gesprochen. Ja, was ist das? Moment, Entschuldigung. Ein reifer Glaube findet sich dort, wo ein Mensch eine authentische Beziehung zu Jesus Christus hat, wo es die gesamte Gefühlswelt und seine Körperlichkeit da hineinbringt und das verinnerlicht und umsetzt. Was das vielleicht so ein bisschen bedeutet, möchte ich euch ganz gerne zeigen und hätte gerne Slide 2. Ich bin tief und bedingungslos von Jesus Christus geliebt. Ich kann wahrnehmen, wie es mir und anderen Menschen geht. Ich übernehme Verantwortung. Ich kenne meine Vergangenheit, gute, aber auch destruktive Prägungen und lasse Gott daran arbeiten. Ich habe es nicht nötig, andere in meine Situation zu beschuldigen. Ich löse sie selber. Ich denke nicht, dass mein Partner, meine Kinder, meine Freunde all meine Bedürfnisse erfüllen können und stillen können. Ich kann sie darum freigeben und loslassen. Ich kann andere Menschen annehmen, so wie sie sind. Ich brauche sie weder zu kritisieren noch zu verurteilen, weil sie anders sind als ich. Ich weiß von meinen eigenen Grenzen und Schwachstellen. Ich kenne die Bereiche in meinem Leben, in denen ich anfällig bin für Sünde und anderen Fehlverhalten und bitte Gott um Hilfe zur Veränderung und Erneuerung. Ich kann davon meine anderen Grenzen, Wunden und Schwachstellen unterscheiden, da ein fester Bestandteil meiner einzigartigen Persönlichkeit vor Gott sind. Im Gebet drücke ich meine Gefühle vor Gott aus und kann frei mit ihm darüber sprechen. Ich halte mich nicht zurück. Ich erlaube mir selbst, über schmerzliche Verluste in meinem Leben zu trauern. Ich bitte Gott um Hilfe. Ich stelle mich nicht vor Gottes Angst, der Zustand meiner Seele könnte Gott verärgern und dazu führen, dass er mir seine Liebe entzieht. Das habe ich aus dem Buch von Thomas Hering, Echt und Stark. Und das ist auch das Buch, das mich inspiriert hat für diesen Gottesdienst, beziehungsweise auch einem Input, den ich im Januar bei Reset gegeben habe. So, was bedeutet das? Ich habe euch jetzt einfach mal ein bisschen zeigen wollen, was ich meine, wenn ich spreche von einem reifen Menschen. Aber was bedeutet das, was unsere Oberfläche ist, was unserem Innern ist?
Wir wollen eine authentische Gottesbeziehung anstreben, damit das gesamte Paket komplett ist. Und wenn da Gedanken, Gefühle und Ängste sind, die wir bis jetzt nicht vor Gott hingelegt haben und unser Herz nicht geöffnet haben, da kann da nichts passieren. Wir sind vielleicht gerade mal religiöse Menschen. Wir müssen Gott die Möglichkeit geben, einen Blick in unser Inneres hineinzulassen und zulassen, dass er diese Teile berührt, die bis jetzt unberührt von ihm sind. Ich hätte gerne Slide 3. Mehr als alles andere achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Sprüche 4,23. Ja, was ist, also dieses Ganze, von dem ich jetzt spreche, das ist natürlich nicht eine Sache von heute und morgen. Das ist ein Wachstum. Das geht über einen Zeitraum, Monate, Jahre, ein ganzes Leben. Aber das Ziel unseres Wachstums im Glauben geht es einfach darum, dass wir Gott die Erlaubnis geben, all unsere Gedanken und Gefühle zu verändern, sodass wir werden wie Jesus Christus. Naja, aber wie schaut es normalerweise aus? Wir sind ziemlich gut da drin, unser wahres Inneres vor Gott, aber der kennt's, und vor den anderen Menschen zu verbergen. Und das gelingt so lange, bis zwischen unserem Inneren und unserem Äußeren es wie zu einem Knall kommt, weil es einfach so auseinander ist. Und eines Tages sich unkontrolliert entladen kann. Ich möchte euch ganz gern zeigen, wie ich das meine und habe... So, ein bisschen was mitgebracht. Sorry, ist deshalb auch das Kistlein. Was passiert, wenn das Innere und das Äußere, das tue ich auch Schutz nur vor der ersten Reihe, plötzlich explodiert? Könnt ihr euch das so vorstellen? Da macht es plötzlich, wir sind die Schale. Wird unser Leben zu einem ziemlichen Trümmerhaufen. Das sind die Schalen. Das ist unser Leben, unsere Probleme, unsere Prägungen. Ja, was machen wir dann, wenn mal sowas passiert? Am liebsten, wahrscheinlich, wenn das passiert, dann versuchen wir es irgendwie unter den Teppich zu kehren. Es geht am einfachsten. Oder wir versuchen es selber zusammenzukleben. Daran sind wir Meister oder viele sind Meister drin. Denn es ist einfach. Erstens, man sieht keiner. Und zweitens kann ich es eh. So, deshalb Superkleber, falls sich jemand gewundert hat, wo der Titel meiner Predigt herkommt. Und damit das einfacher ist, weil so ist eben, weil wir wollen ja hier nicht zu lange sitzen, mache ich das jetzt einfach mal eher symbolisch. Wir kleben. Ich kann das. Self-made woman. Supergirl. Ja. Und das schneller geht. So. Na. Nehme ich noch ein Pflasterli. Heilt bei allen Wunden wunderbar. So. Nee. Versuche nur den Superkleber nicht an die Finger zu kriegen. Ich glaube, jeder weiß, was ich sage. Also es würde jetzt ein bisschen lang dauern, aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Ich habe das
das Resultat schon mal vorgemacht. Und das wären, es könnte so ausschauen, hier wunderbar, oder auch ein bisschen besser zusammengemacht. Aber es ist, die Schale ist nicht vollkommen. Wir sind nicht geheilt, sondern es ist nur zusammengefleckt. Was müssen wir machen? Wir müssen unsere eigene Zerbrochenheit erst einmal zugestehen. Und das fängt an, indem wirklich unsere äußere Welt beginnt zu zerbrechen. Dinge funktionieren nicht so, wie sie vorher funktioniert haben. Die Schemata, die wir uns eingearbeitet haben, die gehen nicht mehr. Wie können wir weitergehen? Indem wir einfach unser Herz öffnen, dem Herrn gegenüber, und mit der Unterstützung des Heiligen Geistes aktive Schritte dagegen tun. Und wenn ich diese Situation verändern möchte, dann kann ich anfangen an der Stelle, wo ich wirklich 100% Kontrolle habe, das ist nämlich mal ich selber. Ich sage Ja zum Herrn. Und dann gibt es gewisse Prozesse. Unter anderem hat Roy darüber gesprochen, die Buße tun. Ich nehme Stück für Stück die Buße, bitte um Vergebung, richte die Augen auf den Herrn, steh auf, Gründchen richten und dann wahrscheinlich dieser Prozess geht etliche Male. Und Gott wartet auf uns. Der wartet so lange, bis wir uns das selber eingestehen. Der kommt nicht auf uns zu und sagt, hey, da ist was, sondern er möchte, dass wir es merken. Die Schritte zur inneren Reife ist, dass wir uns dem Herrn ganz und gar geben. Ich hätte gern das nächste Slide. Psalm 139, 23 bis 24. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Einer der großen Punkte, um zur Reife zu gelangen, ist, dass wir uns von unseren erstmal unsere Prägung überhaupt erkennen und uns davon Schritt für Schritt, wenn sie negativ sind, entfernen. Eine der stärksten Prägungen, die wir haben, sind unsere familiären Prägungen. Wir übernehmen von unserer Ursprungsfamilie gute und schlechte Prägungen. Wir nehmen sie bewusst, aber größtenteils unterbewusst Verhaltensmuster an. Und diese Verhaltensmuster sind oft die Probleme, die wieder in unserem Glaubensleben, aber auch in unserem Zwischenmenschlichen immer wieder herauskommen. Denn nicht nur die guten, sondern auch die destruktiven Verhaltensmuster werden von den Eltern auf die Kinder und Kindeskinder weitergegeben. Aber es gibt auch Prägungen natürlich von unserer Umgebung. Wir müssen uns diesen Prägungen bewusst werden und dagegen steuern. Negativprägungen erkennen, durchbrechen und frei werden. Und wie machen wir das? Nicht alleine, ganz wichtig. Wir trennen uns im Gebet und wir fragen oder wir nehmen dazu reife Christen, vielleicht Mentoren. Hier in der Gemeinde bieten wir an Sozo, Seelsorge, oder wir gehen auf Seminare, wie zum Beispiel das Haus David, das Seminar Schicksal oder Fluch, beziehungsweise Entscheidungsseminar, danke Roy. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, bitte die Hilfe von geschulten Menschen. Hier möchte ich gerne Jakobus vorlesen, das gibt es kein Slide, 5, 16. Bekennt aneinander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wir fangen an,
ein neues Denken und Verhalten in unserem Leben zuzulassen. Es kommt zu einem Erneuerungsprozess. Und es ist Gott selbst mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der diesen Erneuerungsprozess in uns ermöglicht. Und unsere Rolle da drin ist, unser Herz zu öffnen. Aber es gibt noch einen anderen Faktor. Deshalb war auch das mit der Schale ein gutes Symbol. In uns haben wir Grenzen, in uns gibt es Wunden und in uns gibt es Narben. Grenzen können sein Lebensphasen. Baby, Kind, Pubertierender und weiter. Bei mir Lebensphase, es gibt einfach, das ist klar, im Pass steht drin, so alt sind wir. Da können wir nichts ändern, das ist es. Intellektuelle Grenzen. Also ich bin Legastheniker und ich kann wirklich viel, aber nur eins auf jeden Fall nicht, ich kann mir keine Namen merken. Also ich möchte wirklich jeden entschuldigen, dem ich entweder den falschen Namen sage oder überhaupt nicht weiß, wie er heißt. Das ist nicht persönlich. Es fällt mir extrem schwer, bis ich mir einen Namen merken kann. Oder auch etwas auswendig lernen. Extrem schwer. Tue ich mir damit. Dafür kann ich andere Sachen. Angeborene körperliche und psychische Begrenzungen. Grenzen in dem Bereich der Gaben und Fähigkeiten. Ich glaube, jeder, der vielleicht alles im Begabt unterwegs war und solche Tests mal gemacht hat, hat gemerkt, an manchen bin ich super und an manchen eben, da haben wir wenig Punkte. Ja, das ist einfach so. Das heißt ja lange nicht, dass die anderen Dinge, wo ihr nicht super seid, nicht könnt. Es kann nur vielleicht ein bisschen länger brauchen, bis das euch leicht fällt. Und die anderen, die eure Gaben, die fällen euch einfach leicht. Gott hat uns die Gaben gegeben, so ist es halt. Dazu gibt es aber noch im Leben Situationen und Zwischenfälle, die in unserem Leben etwas tun in uns, das uns prägt. Das ist etwas, was wir nicht aus unserer Biografie herausstreichen können. Das ist der Verlust oder der plötzliche und unerwartete Verlust eines geliebten Menschen. Ein Unfall oder eine Krankheit, besonders eine Krankheit mit langen Folgen. Wirtschaftliche oder finanzielle Ruin. Verlust von Heimat, Besitz oder Familie durch zum Beispiel Naturkatastrophen oder Krieg. Gerade in der jetzigen Zeit ist das sicherlich eine Geschichte. Schwere Konflikte, wo wir Menschen, die uns ganz nahegestellt gestanden sind, sich von uns entfernen. Psychischer Zusammenbruch, Depression, Burnout, Trennung, Scheidung oder ein folgenschwerer moralischer oder persönlicher Fehltritt. Diese und andere Ereignisse sind Lebensbrüche bei uns. Das hat in uns etwas bewegt und hinterlassen schmerzhafte Wunden, die später zu Narben werden. Aus meinem eigenen Leben kann ich einfach erzählen, dass, auch wenn es so viele Jahre her ist, ich war 10 Jahre alt, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und sind beide auch dann ziemlich ihren Lebensweg selber gegangen. Ich hatte das Glück, dass ich Großeltern hatte, die mich aufgefangen haben und mir bedingungslose Liebe entgegengebracht haben. Denn in dieser Situation ist es das Einzige, was man wirklich machen kann. Oder einer der wenigen Dinge. Was war das Resultat? Abgesehen, dass ich ziemlich alleine dastand. Ich habe damals auch den Herrn gesucht und bin regelmäßig in die evangelische Kirche damals gegangen und habe sehr viel Wärme und Schutz bei ihm gefunden. Aber das andere Resultat war, dass ich aufgrund dieser als Erlebnis mir immer schwer getan habe, mein Inneres anderen Menschen zu öffnen, weil ich einfach so viel Schmerz und ich musste stark sein, ich musste kräftig sein, ich musste alles können und nicht eine Schwäche zu lassen. Wie hat sich das in meinem Glaubensleben widergespiegelt?
Als wir vor 20 Jahren zum Herrn wiederkamen, habe ich die ersten Jahre extreme Schwierigkeiten gehabt, die Bibel zu lesen. Ich konnte mich nicht dem Herrn gegenüber öffnen. Es ging absolut nicht. Auch wenn ich die Taufe des Heiligen Geistes bekommen habe, es fiel mir sehr, sehr schwer. Und es war auch so, dass ich teilweise im Gottesdienst saß, es wurde dunkel, vielleicht die Luft war schwer und schlecht und ich habe angefangen, fast einzuschlafen. Unter den Augen meines Mannes, der dann immer Dinner gemacht hat. Und es war sicherlich nicht daran gelegen, dass der Prediger oder die Predigerin langweilig war, aber es war einfach so eine Schwere in mir drin. Und es war auch nicht einfach in unserer Ehe, denn der Roy, der ist zum Herrn gekommen und der ist einfach Vollstart. Der hat das wirklich rigoros Stück für Stück die Sachen abgebrochen. Und ich habe mir so schwer getan, bis zu dem Punkt, wo er mir ein Buch in die Hand gedrückt hat von Juliana Bosman, ihre Biografie. Und ich habe das gelesen und habe gemerkt, einfach gespürt, diesen Menschen gegenüber möchte ich mich öffnen. Und bin hingegangen ins Haus David und habe dort die zwei Seminare gemacht, das Entscheidungsseminar und Schicksal oder Fluch. Und ich kann einfach nur eins sagen, ich habe diesen Hosenträger, der mich immer wieder zurückgehalten hat, den ich gar nicht gesehen habe, wurde dort abgeschnitten. Diesen riesen Rucksack, den ich getragen habe, den habe ich dort liegen gelassen. Die Mauern waren zumindest mal niederer, dass man drüber steigen konnte. Da sind immer noch ganz ordentliche Bröckeln rum. Und ich konnte Herrn zulassen, in mir und an mir zu arbeiten. Und ich bin sehr dankbar. Aber ohne diesen Prozess, ohne dieses Zugeben meiner Schwächen, wäre das niemals passiert, dass der Herr in mir hätte machen können. Und vielleicht, dass ich heute hier stehe, ist auch einer der Dinge, die man daran sehen kann. Was diese Zerbrochenheiten und diese Verwundungen können Quellen in unserer Reife werden. Aber es ist nicht so, dass der Herr diese Schale benutzen möchte. Nein, und wir haben auch vorhin es gelesen. Und auch, er möchte, dass wir ein neues Leben beginnen. Entschuldigung. Was macht der Herr? Wenn wir uns öffnen, dann fängt er an, in uns eine neue Schale zu kreieren. Und wir haben hier, wie ihr seht, trotzdem diese Grenzen. Und indem, dass er eine neue Schale in uns kreiert, könntest du das? Moment, könntest ihr das? Entschuldigung, muss nur ganz kurz. Ja, hier. Indem diese neue Schale da drin kreiert wird, wird der Abdruck diese Narben sehen, diese Bruchstellen. Er wird nicht das Alte nehmen, er wird ein neues Leben da drin schaffen. Wir haben es auch vorhin gesungen. So, Entschuldigung, ich möchte nur meine Hände kurz. Gott formt in unserem Inneren, wenn wir es zulassen, ein neues Leben. Und das ist keine christliche Version von einer Selbstverwirklichung, sondern der Prozess des Heilwerdens. Er schafft ein einzigartiges Gefäß in euch. Ich hätte gern Slide 5. Oh, schon da. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Oder Jesaja, das war Psalm 139,3, oder Jesaja 53,5. Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Es gibt ein Geheimnis im Leben von Menschen,
das sich in unserer Seelenlandschaft widerspiegelt, die von größeren Erschütterungen und Stürmen gekennzeichnet ist. Aber wo wir beginnen eben, Gott in diese Trümmer hineinzukommen lassen, da kann Gott etwas daraus Neues machen. Und das Neue, das er macht, das kann zu unerwarteten und unbegreiflichen sich ändern. Unsere Zusammenbrüche werden plötzlich unsere Gefährten, sind plötzlich ein Teil das, was wir sind. Es sind große und wichtige Lebenslektionen, die Gott in seinem Königreich verwenden wird. Also wir warten jetzt nicht, bis das trocken ist, sondern ich habe das gemacht. In diesem Prozess, da ist es jetzt nicht unbedingt was Schönes. Also wenn nach ein paar Tagen das sich löst von der Schüssel, sieht das dann so aus. Als wir das bei Reset gemacht haben, war dann im letzten Schritt, haben wir die Schale genommen und wir wollten zeigen, wie unsere Narben sichtlich sind auf dieser neuen Schale. Sieht sie? Entschuldigung. Gott verwendet unsere Schwächen, unsere Narben und macht daraus etwas Schönes und Besonderes. Er macht ein einmaliges Gefäß aus euch, das voll funktionsfähig ist für sein Reich. Ich möchte nur ganz kurz sagen, diese Narben können in jeden Farben sein. Und es soll kein Bezug sein zur japanischen Keramik, Kunst, Kintsugi. Denn diese nimmt die Narben und klebt sie mit Gold. Aber Gott macht etwas Neues daraus. Nicht unser altes Leben, sondern ein neues Gefäß. Ups. Und in diesem dieses Gefäß oder dieses, was wir dann entsteht, da ist ein Potenzial, das Gott verwenden möchte. Es gibt uns eine Vollmacht und eine Autorität, indem wir eine ehrliche Geschichte, das ist unsere authentische und ehrliche Geschichte mit dem Herrn, inklusive unserer Begrenzungen, die wir zu anderen Menschen nach außen tragen, die Menschen ermutigen, wenn sie unsere Narben sehen und aufbauen, ihnen einen ehrlichen Einblick geben in unsere Kämpfe und Herausforderungen und was wir durch Gottes Gnade erfahren haben. Unsere Geschichten, unsere Grenzen, das ist unsere Story. In der Bibel hat Paulus das sehr oft gemacht, hat nicht nur den Leuten das Evangelium näher gebracht, sondern er hat auch ihnen gezeigt, wie er damit umgegangen ist, wie er dazugekommen ist. Im 1. Thessaloniker 2,8: Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Das Wachstum, das ist nicht etwas von heute oder morgen. Das ist ein langer Prozess. Und es ist definitiv keine Solonummer. Dazu gehört Gott und dazu gehören auch unsere Geschwister. Dazu gehört unsere Gemeinde, dazu gehört unsere Familie. Alle zusammen sind wir das, dass etwas so Wunderschönes, Neues entstehen kann.
Warum lohnt sich das? Es gibt viele Gründe, aber ganz besonders, wir geben Gott die Ehre damit. Ich würde jetzt gerne mit euch zusammen ein Gebet sprechen. Und jeder, der mitbeten möchte, würde ich es herzlich gerne dazu einladen, aber generell würde ich euch bitten, einfach aufzustehen. Und die Slide 6. Wirklich mit euch zusammen das sprechen. Mein lieber Vater im Himmel. Soll ich langsamer machen? Okay, nochmal. Mein lieber Vater im Himmel. Du weißt besser als ich selbst, wo meine Beziehung zu dir und zu anderen Menschen durch ungesunde Prägungen in meinem Inneren behindert wird. Wo immer mich negative Muster beherrschen, zeige mir diese Prägungen. Ich möchte erkennen, was dann der Heilige Geist mir in diesem Zusammenhang zeigt und aufdecken möchte. Gib mir die Kraft, Menschen zu vergeben, die mich so geprägt haben. Vergib mir, dass ich diese Prägungen übernommen und so lange damit gelebt habe. Vergib mir, dass ich bisher nichts dagegen unternommen habe. Ich will beginnen, daran etwas zu ändern. Ich will frei werden von allem, was mich hindert, dir von ganzem Herzen nachzufolgen. Zeige mir, welche Person mich daran begleiten kann, einen Schlussstrich unter das Alte zu ziehen und Neues einzuüben. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du mir ein gutes, gesund machendes, zur Reife führendes Leben mit dir und anderen gönnst und mir dazu verhilfst. Amen. Auch das ist wieder vom Buch von Thomas Hering. Ja, das ist das Ende meiner Predigt. Ich hoffe einfach, dass für euch heute ein bisschen dieser Schritt in euch, Gott euer Herz zu öffnen, nahegebracht ist. Wer noch weiter das Gefühl hat, jetzt gleich im Moment ja, zu beten, den bitte ich, ans Kreuz zu gehen. Stehen unsere Geschwister, die mit euch im Gebet gehen können. Als letztes Lied gibt es das Glaubensbekenntnis. Ich glaube, und auch das ist etwas sehr Wichtiges in der Hinsicht, dass wir auch Ja sagen. Ja sagen zum Herrn, Ja sagen zu unserem Glauben, wie wir auch Ja sagen zu unserem Erneuerungsprozess. Und ich danke euch herzlich und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag.